Willkommen zurück. Heute geht es darum, warum Pornos wirklich richtig, richtig gefährlich sind. Ich weiß, wir haben in vergangenen Videos das leicht angeschnitten, aber es ist etwas passiert, eine neue Sache, die passiert ist vor einigen Tagen, die mich nochmal extrem wach gemacht hat, extrem aufmerksam gemacht hat, gegenüber der Gefahr von Pornos für das Leben von uns allen. Und darüber will ich heute sprechen. Ich weiß, es klingt extrem, aber ich empfinde es auch als extrem und möchte diese Information unbedingt hier in diesem Video mit dir teilen. Also, wie kommen wir überhaupt erstmal auf das ganze Thema? Du erinnerst dich vielleicht, wir haben in der Community vor einigen Wochen angefangen, eine NoFap, No-Porn-Challenge zu starten. Bedeutet einfach, wir haben aufgehört, uns einen runterzuholen und Pornos zu schauen. Und ich habe ja damals schon ein paar Videos dazu gemacht und erklärt, warum Pornos problematisch sind. Also einfach dadurch, dass so viel Dopamin ausgeschüttet wird, du kannst innerhalb von 10 Minuten 100 verschiedene nackte Frauen sehen und das ist halt so ein Überstimulus, so ein unnatürlicher Überstimulus. Das kannst du halt in der echten Welt gar nicht so erleben. Ne? Bis du in der echten Welt mal 100 nackte Frauen gesehen hast, vergehen nicht 10 Minuten, sondern vielleicht eher so 2 Jahre, wenn du hardcore unterwegs bist und viele Frauen kennenlernst und aufreißt. Und du bekommst hier innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit eine extreme Überstimulierung deines Dopaminnetzwerkes. Dein Dopaminnetzwerk, das ist eben das hormonelle Netzwerk, das dafür sorgt, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Und der Vergleich kann hier gezogen werden zu solchen Dingen wie Alkoholabhängigkeit oder vielleicht auch sowas wie Heroin oder Ecstasy. Ecstasy, eine Droge, die innerhalb kürzester Zeit fast deinen kompletten Dopaminhaushalt ausschüttet. Und viele Leute erleben auch nach so einem Ecstasy-High dann eine große Flatline in diesem Fall, wo sie dann nicht viel spüren, weil das Dopamin einfach weg ist. So. Und das ist so die Grundmechanismik, mit der Grundmechanismus. Kannst du dir selbst mal angucken, wenn dich das weiter interessiert, soll jetzt hier nicht so wichtig sein. Für mich war das Ganze eigentlich eine Challenge, eine Herausforderung im Sinne von mal gucken, ob ich das durchhalten kann, aber ich hatte nie geplant, jetzt für immer damit aufzuhören. Weißt du, ich wollte mal eine Challenge machen, wollte 2, 3 Wochen, vielleicht einen Monat lang mal NoFap und No-Porn machen und ich wusste aber auch nicht, ob ich es danach nicht einfach weitermache und vielleicht ein bisschen weniger, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und jetzt ist aber was passiert vor einigen Tagen und gefühlt bin ich gerade wieder aus dem Weg raus aus dieser Sache. Ich bin mir nicht ganz sicher, das wird sich dann zeigen, dass mich sehr, sehr erschrocken hat und dass mich sehr aufmerksam gemacht hat und mir nochmal gezeigt hat, wie gefährlich Pornokonsum tatsächlich ist. Zum allerersten Mal, bevor ich dir gleich die Story erzähle, was denn da passiert ist, warum ist Pornokonsum, also eine Sache überhaupt erstmal, warum das gefährlich sein könnte. Wenn du dich vielleicht erinnerst, so in der Generation unserer Eltern war es ja so, da fing das Rauchen so an. Rauchen wurde dargestellt als, hey, Rauchen ist cool, irgendwie hat auch jeder geraucht, dadurch war es normal. Und ich glaube, dadurch ist es auch entstanden, dass ganz viele unserer Elterngenerationen so gar nicht das Gefühl darauf hatten, dass Rauchen sehr, sehr gefährlich sein kann. Und deswegen hat es jeder gemacht, weil es normal war und niemandem klar war, wie gefährlich das eigentlich ist. Und heute haben wir halt die abhängigen Eltern, die abhängigen, eine Generation über uns, die halt Raucher sind. Ne? Und in unserer Generation zum Beispiel gibt es gar nicht mehr so viele Raucher und wenig Leute fangen neu an zu rauchen, weil das Bewusstsein jetzt dafür da ist. Wir haben aber in unserer Generation eine ganz andere Sache, nämlich Pornos. Und das gleiche Prinzip findet hier statt. Pornos gucken ist absolut normal. Du könntest jemandem erzählen, hey, ich gucke jeden Tag einen Porno und hole mir einen runter und die Person würde wahrscheinlich im heutigen Zeitgeist sagen, hey, voll cool, finde ich gut, dass du sexuell offen bist und das machst und da so offen übersprichst. Daumen hoch. Und natürlich ist sexuelle Offenheit erstmal was Gutes, ne? Das ist ja gar nicht die Frage. Aber der Pornokonsum ist eben schlecht. Aber weil es so normal ist, spricht niemand im Negativen darüber und ganz wenig Leute wissen, was das eigentlich mit dir und vor allem deiner Gehirnstruktur machen kann. Wie gesagt, schau dir dazu gerne ein Video an. Wenn du dazu mehr wissen willst, einfach mal Porn und Brain Changes und sowas bei YouTube eingeben und dann findest du da schon sehr, sehr viel zu. So, was ist jetzt aber mir passiert und was ist das, was mich so schockiert hat? Das hat mich wirklich schockiert und Geschichte. Ich habe also vor ein paar Tagen eine Frau getroffen und wir haben einen Abend zusammen verbracht und das war sehr schön. Wir waren bei ihr und wir haben so ein bisschen gekuschelt und dann wurde es ein bisschen intimer. Ja? Dann kam es theoretisch zu dem Teil, wo es dann einfach sexuell wird. So. Und dann habe ich diese Frau geküsst, aber bei mir ist überhaupt nichts passiert. Also ich war komplett, es war nichts. Also stell dir einmal vor, denk einmal an Briefmarken und Briefmarken sammeln und jetzt guck mal in deinem Körper, wie sehr dich das berührt, wie sehr dich das aufregt, wie sehr dich das auch erregt. Und wenn du jetzt nicht gerade ein super krasser Briefmarkensammler bist, wird das wahrscheinlich nichts machen. Also du wirst einfach nichts spüren. Und genauso war es. In meinem Körper war nichts. Da war keine sexuelle Energie. Mein Penis ist nicht ansatzweise steif geworden. Es war einfach keine sexuelle Energie da. Ne? Es war, also wenn ich irgendwas mache, das Küssen, das war total unnatürlich. Das hat sich ganz unnatürlich für mich angefühlt. So, da war einfach kein Drive hinter, keine Anziehung, kein Trieb hinter. Ne? Insofern.
Und dann ist mir erst aufgefallen, dass tatsächlich seit ein paar Tagen, seit ungefähr 4, 5 Tagen, ich gar nicht so richtig eine Sexdrive habe. Das ist mir nicht so extrem aufgefallen, aber zu dem Zeitpunkt ist es mir dann auf erschreckende Art und Weise klar geworden. Und du kannst es halt nicht so ganz vorstellen, wenn du es nicht erlebt hast, ist es halt wirklich so, als wärst du impotent, als wärst du gar kein Mann mehr. So fühlt sich das an. Also, ich habe halt in diesen 5 Tagen auf meiner NoFap-Reise, ich bin ja immer noch drin im NoFap, im No-Porn, ich bin ja immer noch drin auf dieser Reise. Ich habe seit einiger Zeit mir kein runtergeholt und keine Pornos geschaut und hatte aber auch die Woche davor einen extremen Hochpunkt, wo ich extrem horny war, extrem geil war, und dann ist es wirklich abgefallen und es war weg. Und ich habe wirklich, und ich habe es danach nochmal überlegt, in den 5 Tagen, in diesen 6, 5 Tagen, bevor das mit dem Kurs stattfand, ich habe nicht einmal an Pornos gedacht, ich habe nicht einmal an Sex gedacht, ich habe mir nicht einmal eine nackte Frau vorgestellt. Ich habe zwar zum Beispiel die Frauen in meinem Fitnesscenter gesehen und mir gedacht, hey, ja, die ist attraktiv, die sieht gut aus, rein vom Visuellen her, ich sehe das ja schon, aber es hat mit mir nichts gemacht, ich habe das nicht gespürt. Da war keine sexuelle Erregung, nicht mal im geringsten, also überhaupt nicht, da war überhaupt kein Drang da. Und das ist mir dann erst richtig klar geworden und das hat mich enorm erschreckt. Und ich glaube, das würde jeden Mann erschrecken, jeder Mann, der es gewohnt ist, einfach seine Sexualität zu kennen und du spürst deine Sexualität, du spürst dich als Mann mit deiner Sexualität. Und das ist auf einmal wie weggeschnippt. Das ist eine ganz, ganz gruselige Sache, die mich an dem Abend extrem verunsichert hat, extrem aus der Bahn geworfen hat. Und da ist mir erst klar geworden, wie gefährlich Pornos tatsächlich sind und dass ich auf jeden Fall nie wieder dahin zurück möchte. Wie gesagt, vorher wusste ich nicht genau, okay, mache ich das jetzt als Challenge. Na, wie gesagt, vorher wusste ich nicht, mache ich das jetzt als Challenge oder mache ich danach damit weiter. Es war als Challenge geplant, aber da wurde mir klar, okay, es wird nie wieder Pornos in meinem Leben geben. Und ich kann dir das nur ans Herz legen, diese Sache rauszukacken. Weil jetzt kommt das auch, das was mich so erstaunt hat. Ich würde mich als durchschnittlichen Pornokonsumenten einstufen. Ne? Also ich kenne die Zahlen nicht genau, deswegen kann ich es nicht genau einschätzen. Aber ich sage mal so, im Durchschnitt habe ich früher, sage ich mal, 3-mal die Woche ein Porno geschaut und mir dazu einen runtergeholt. So, es gab mal Wochen, da habe ich es nur einmal die Woche gemacht und da gab es mal Wochen, da habe ich es vielleicht jeden Tag gemacht, aber das waren eher die Ausreißer hier nach oben und unten. Das heißt, ich würde sagen, das ist so ziemlich der Durchschnitt. Kommentier mir gerne mal in die Kommentare, wenn du denkst, okay, das ist natürlich viel mehr als der Durchschnitt oder viel weniger als der Durchschnitt. Ich würde vermuten, das ist ungefähr das, was jeder Mann so ungefähr macht. Manche mehr, manche weniger. Und obwohl ich eigentlich nur ein durchschnittlicher Pornokonsument bin oder beziehungsweise war, gab es da anscheinend so krasse Änderungen, dass mein Gehirn für eine Zeit meinen kompletten Sexdrive kappen musste, um irgendwie da wieder neue Strukturen bauen zu können, das wieder ja umzuformen zu einer gesunden Sache. Und das ist das, was wirklich, wirklich erschreckend ist. Und je jünger du bist und jetzt hier zuschaust, desto gefährlicher ist das für dich. Denn im jungen Alter ist deine neuronale Entwicklung, also da findet ja viel neuronale Entwicklung statt. Dein Gehirn verändert sich im jungen Alter sehr, sehr viel. Das heißt, wenn du von vornherein im jungen Alter diese extreme Überstimulierung deines Gehirns mit Pornos betreibst, dann kannst du ganz schnell in diese Sucht reinrutschen, bist es vielleicht auch schon längst. Und die Gehirnveränderungen, die Strukturveränderungen in deinem Gehirn, die da stattfinden, die sind extremer und bleiben länger. Das heißt, du wirst noch durch krassere Tiefphasen gehen müssen. Es gibt Leute, die verlieren den Sexdrive dann wirklich. Es gibt Berichte von Leuten, die verlieren ihren Sexdrive dann für, naja, Jahre tatsächlich, für 1 bis 2 Jahre. Das sind natürlich wieder die Extreme, bis sie da zurückkommen, bis sie aus diesem Loch rauskommen. Denn Pornos zu schauen, sich da wieder Pornos anzuschauen, wenn diese Flatline, so heißt das, kommt, bringt halt nichts, weil dann bist du wieder zurück, ja, im Sumpf und dann ist es wieder scheiße. Das heißt, du musst dann da durch, es geht gar nicht anders. Wie gesagt, ich erlebe jetzt gerade gefühlt, dass es wieder zurückkommt. Ich erlebe, mein Sexdrive kommt wieder, das hat heute Morgen so ein bisschen angefangen. Ich werde gleich ein Gefühl dafür kriegen, wenn ich ins Fitnesscenter gehe und ein paar attraktive Frauen sehe, aber ich denke, es kommt langsam zurück und das ist sehr, sehr gut. Wie gesagt, wenn du jünger bist, noch viel gefährlicher, wenn du älter bist, nicht so sehr, weil wenn du jetzt angefangen hast, mit 40 Highspeed-Internet-Pornos zu gucken, da war dein Gehirn halt schon relativ stabil und deine Strukturen. Natürlich ist es immer noch schlecht für dich, aber du bist dann wahrscheinlich jemand, der nicht so lange braucht, um davon wieder wegzukommen und um diese Gehirnstrukturen zu verändern. Denn darum geht es ja, du willst die Gehirnstrukturen gesund zurückverändern. Und ein Teil dieser Reise ist eben diese sogenannte Flatline, wo du deine sexuelle Anziehung oder deine komplette Sexualität verlierst. Und das ist eine Sache, die habe nicht nur ich erlebt, sondern die erleben ganz, ganz viele Leute, die auf dieser NoFap, No-Porn-Reise ein bisschen länger unterwegs sind. Und das ist wirklich erschreckend und war für mich der absolute Weckruf zu sagen, nein, no, also Pornos werden in meinem Leben nicht mehr vorkommen. So, weißt du, dass ich mir mal einen runterhole und so und einfach so für mich mit vielleicht auch meiner Vorstellung oder einfach so gemütlich, das ist kein Problem, okay? Ich sage nicht, das mache ich nie wieder. Aktuell brauche ich es echt nicht, vielleicht kommt das dann und ich habe Lust drauf.
Werde ich aber aktuell nicht machen. Ich werde auf jeden Fall die mal mindestens 90 Tage das Ganze sein lassen. Nur über Sex, wenn das dann stattfindet, da ist es für mich in Ordnung. Werde ich es einfach sein lassen, damit sich das hier alles gesund erholen kann. Und das hat mich erschrocken, das hat mich aufgewühlt und das wollte ich mit dir teilen. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, wenn du mit dieser Challenge noch nicht angefangen hast, mach es jetzt. Warte nicht damit. Das Zeug ist kackgefährlich. Und das Ding ist, wenn du in so eine Sucht reinrutschst und du weißt es halt nicht mal, ne? Also Sucht ist dadurch definiert, dass du, wenn du offen wolltest, es nicht wirklich könntest. Oder wenn du negative Erlebnisse hast, aber es trotzdem weitermachst. Und wenn es dir wie mir geht, dann ist es so, nachdem ich mir zu Pornos einen runtergeholt habe, war es schon so, dass ich mir danach so gedacht habe, also so richtig geil habe ich mich danach nicht gefühlt. Ne? Und wenn es dir auch so geht, wenn du auch dieses Gefühl hast, dann Achtung, das ist ein Warnzeichen. Hör auf mit diesem Scheiß. Auch wenn du das nur einmal die Woche machst, hör einfach auf. Das ist einfach, mach das Risiko nicht. Du rauchst ja auch nicht eine Zigarette am Monat, sondern du rauchst einfach keine Zigaretten, optimalerweise. Schmeiß das raus, weil wenn du es drin hast, das sorgt dann für viele weitere Probleme. Natürlich, wenn du hier einen Suchtherd hast, löst der andere Suchtherde aus. Zusätzlich kommen solche Dinge dazu, dass Studien herausgefunden haben, dass Leute, die pornosüchtig sind, weniger Belohnung aufschieben können. Das heißt, du willst dann immer sofort eine Belohnung haben. Du kannst nicht auf lange Sicht gesehen an einem Ziel arbeiten. Und dass das gegen alles geht, was wir hier auf dem Channel eigentlich machen wollen, das muss ich an der Stelle nicht erwähnen. Deswegen wirklich von meinem Herz raus an dich, hör auf damit, das ist gefährlicher als man denkt und nur weil alle das machen und es normal ist, heißt es nicht, dass es ungefährlich ist, denn das ist es absolut nicht. Wenn du dazu ein Buch lesen willst, um mal zu erfahren, was machen die Leute denn, was haben die Wissenschaft rausgefunden, wie ist der Stand der Dinge, dann kann ich dir nur das Buch Your Brain on Porn empfehlen, ich habe es auch in meiner Top-Bücherliste drin. Aber wie gesagt, lauf, solange du noch kannst und wenn du nicht mehr kannst, dann lern wieder laufen und lauf trotzdem weg. Schön, dass du dabei warst. Hier links neben mir kannst du den Channel abonnieren, auch die Glocke aktivieren. Unter mir kannst du dich für einen der neuen Coaching-Plätze bewerben. Aktuell habe ich allerdings erst ab März wieder welche offen. Das heißt, wenn du dich hier einträgst, kommt vielleicht die Meldung von mir erst etwas später. Und hier kommst du zu einem weiteren Video mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.